Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und ich möchte mir mal mit euch gemeinsam die besten Dinosaurierspiele anschauen, die das Jahr 2022 für uns bereithält. Das Ganze hier ist kein Ranking. Das heißt, die Reihenfolge, wie ich euch die Spiele hier vorstelle, hat nichts zu bedeuten. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit dem ersten richtig coolen Dinosaurierspiel für das Jahr 2022 an. Und das ist Instinction. Ein Action-Adventure-Horrorspiel mit Dinosauriern und anderen bereits ausgestorbenen Kreaturen. Im Einzelspielermodus von dem Spiel schlüpft man in die Rolle von der Abenteurerin April Summers und muss ums Überleben kämpfen, die Welt erkunden, Quests erledigen und sogar Rätsel lösen. Aber man kann sich auch mit bis zu zwei Freunden zusammentun und dann gemeinsam im Koop-Modus eine Vielzahl von Spielmodi spielen. Dabei kann man zwischen der Ego-Perspektive oder der Third-Person-Perspektive wechseln. Und außerdem ist das Ganze auch ein Open-World-Spiel mit vielen verschiedenen Biomen und Wetterbedingungen. Das heißt für uns Spieler, wir können in einer offenen Welt frei herumlaufen und dann alte Ruinen, Höhlen, Wälder, Grasebenen und sogar die Unterwasserwelt erkunden. Natürlich erwarten uns an diesen Orten auch tödliche Hindernisse, zum Beispiel Dinosaurier oder gefährliche Wetterbedingungen. Und das Ganze erscheint im September 2022. Das zweite Spiel auf meiner Liste ist Dinosaur Fossil Hunter. Dinosaur Fossil Hunter ist ein Storytelling-Simulator, bei dem man in die Rolle eines Paläontologen schlüpft. Man erkundet verschiedene Länder und sucht in diesen Fossilien von Dinosauriern. Diese muss man in sorgfältiger Handarbeit freilegen, bergen, aufarbeiten und kann dann die fertigen Dinosaurier-Skelette in seinem eigenen Dinosaurier-Museum ausstellen. Wenn man das Spiel bei Kickstarter unterstützt hat, konnte man auch schon den Prolog anspielen. Das waren, glaube ich, die ersten zwei Stunden oder anderthalb Stunden von dem Spiel. Und dann konnte man das schon mal ein bisschen testen. Habe ich auch schon für euch einen Livestream gemacht. Könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Aber vom Spielerischen her hat das Spiel schon wirklich richtig gut funktioniert. Und es hat auch schon viele Funktionen gehabt. Man konnte zum Beispiel mit einem Geländewagen durch die Gegend düsen. Man hatte richtig viele verschiedene Erkundungs- und Ausgrabungswerkzeuge. Und damit diese ganze Arbeit natürlich nicht umsonst ist, hat man dann am Ende auch noch sein eigenes Museum, was man selber anpassen und individualisieren kann. Verpackt ist das Ganze dann auch noch in einer richtig schönen Story, wo man sozusagen das Leben von einem Paläontologen dann ja nach und nach durchspielt, von Kindheit auf an bis ins Erwachsenenalter. Das Spiel war eigentlich schon geplant für 2021, allerdings hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Und es gibt leider auch noch keinen festen Termin, aber ich gehe davon aus, dass es im Jahr 2022 erscheinen wird. Und das nächste Spiel ist The Lost Wild. The Lost Wild ist ein First-Person-Survival-Horror-Spiel in einer Welt, in der die Dinosaurier an der Spitze der Nahrungskette stehen. Man versucht natürlich auch in diesem Spiel zu überleben und kann durch das Erkunden der Welt neue Gegenstände finden, die einem das Überleben etwas einfacher gestalten. Je mehr man bei diesen Erkundungen riskiert, desto höher kann dann auch die Ausbeute sein, aber dadurch steigt dann auch das Risiko zu sterben. Die Hauptgefahren im Spiel sind gefährliche Dinosaurier und um diesen nicht zum Opfer zu fallen, ist es am besten, wenn man sich versteckt oder halt seine Umwelt nutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, zum Beispiel, dass man auf eine Klippe hochklettert und dann ja unbemerkt an den Dinosauriern vorbeischleicht. Aber auch Ablenkungsmanöver oder Einschüchterungsversuche, falls man dann doch entdeckt wurde, können dabei sehr hilfreich sein. Im Fokus des Spiels liegt übrigens nicht, dass man die Dinosaurier tötet, sondern dass man echt versucht, irgendwie sich vorbeizuschleichen oder das Ganze halt durch ein Ablenkungsmanöver oder so zu lösen. Es gibt natürlich auch einen Story-Modus. Allerdings kann man das Spiel nur im Einzelspielermodus spielen und leider nicht mit mehreren Leuten.
Das Release-Datum für das Spiel ist auch unbekannt. Aktuell befindet es sich in der Pre-Alpha und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass es dann noch dieses Jahr rauskommt. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel auf meiner Liste. Nämlich ist das Prehistoric Kingdom. Prehistoric Kingdom ist ein Zoo-Manager und Themenpark-Aufbauspiel, in dem man seinen eigenen Dinosaurierpark bauen kann. Es wird eine Menge Dinosaurier geben, aber auch andere prähistorische Kreaturen. Unter anderem zum Beispiel Säugetiere wie das Mammut oder den Säbelzahntiger. Und das Hauptziel des Spiels ist es, einen Park zu bauen, diesen zu managen und seine eigenen prähistorischen Kreaturen zu erschaffen und diese dann im Park unterzubringen, damit die Besucher diese auch beobachten können. Wir durften das Spiel ja auch schon in der Closed Alpha und Closed Beta anspielen und es hat sich wirklich schon richtig gut angefühlt. Die Kreaturen sehen schon gut aus, aber natürlich gibt es auch noch den ein oder anderen Punkt, wie zum Beispiel die Performance oder bestimmte Texturen und so, die noch verbessert werden müssen, aber das Spiel ist ja aktuell auch noch in der Beta. Im April 2022 ist dann der Early Access von dem Spiel geplant. Dann geht's richtig los mit Prehistoric Kingdom. Und falls ihr dazu schon was sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Denn von der Beta werden noch einige Videos hier auf dem Kanal kommen. Und dann haben wir als fünftes Spiel Deathground. Deathground ist ein Survival-Horror-Spiel, indem man gegen tödliche Dinosaurier ums Überleben kämpft und das Ganze kann man im Solo-Modus und auch im Koop-Modus mit bis zu 3 Spielern machen. Das heißt, man kann selber zusammen mit 2 Freunden spielen. Das Genre sagt ja schon so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Ist halt eher so ein Horrorspiel, wo die Dinosaurier einen dann hoffentlich zum Gruseln bringen werden. Besonderheiten des Spiels sind die unberechenbaren KI-Dinosaurier, die dynamisch auf den Spieler und dessen Handlungen reagieren sollen. Außerdem hat man spezielle Charakterklassen mit besonderen Eigenschaften, Fähigkeiten und Werkzeugen. Und es soll eine sehr angsteinflößende, realistische Umgebung und Atmosphäre bieten. Das heißt, das Spiel ist eventuell nichts für schwache Nerven. Man soll das Spiel auch öfter durchspielen können, da die Spawn- und Extraktionspunkte immer variieren, genauso wie die dynamischen Ziele. Also man hat immer andere Ziele, man fängt an einer anderen Stelle an und beendet das Ganze an einer anderen Stelle. Dadurch kann man es halt immer und immer wieder spielen. Und ich muss auch sagen, dass das Spiel schon echt gruselig und cool aussieht. Das Release-Datum ist leider noch unbekannt, aber ich gehe auch davon aus, dass es dieses Jahr rauskommen wird, beziehungsweise ich hoffe es auch so ein bisschen. Und ja, das sind meine Top-Dinosaurier-Spiele, die in diesem Jahr rauskommen werden, also im Jahr 2022. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und gut informiert. Falls ja, lasst einen Daumen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.